Isabel Göttler aus Mannheim. Mannheim. Der Text ist mir im Zug eingefallen. Naja, schauen wir mal. Werbeslogans prasseln auf uns ein wie ein Monsum. Was kann man tun gegen den Konsum? Förmlich erschlagen von Preisschildern beginnen wir zu wildern. Handys hier, Notebooks da, moderne Kommunikation ist klar. Aber was ist mit denen, die nichts haben, die sich noch an einem Lächeln erlaben? Die ums nackte Überleben kämpfen, um das Hungergefühl zu dämpfen. Stundenlang in der Kneipe gesessen und vergessen, worum es sich hier eigentlich dreht. Doch als ich es kapiere, ist es zu spät. Aufgewacht in einem Albtraum. Ich fasse es kaum. Biowaffen erobern die Welt. Die alten Werte sind zerschellt. Die Rüstungsindustrie kassiert Geld. Überall Kriege und soziale Unruhen. Das mit der Nächstenliebe lässt man auf sich beruhen. Von Rauchschwaden umgehen, zu groß war das Streben nach Reichtum und Ruhm. Die Gier ist schuld, was nun? Der große Kater am Tag danach. Wobei alles zusammenbrach. Es gibt nur noch Kriege und Katastrophen, deswegen schreibe ich ein paar Strophen. Fantasie oder Zukunftsvision? Nein. Vorsätze lassen sich nicht klonen. Ein bisschen mehr Bewusstsein hält die Gier klein. Ein bisschen mehr Verständnis wird niemandem zum Verhängnis. Ein bisschen mehr Nächstenliebe, trotz all der Peitschenhiebe, die uns durchs Leben begleiten, bis sich unsere Horizonte weiten und wir erkennen, was wirklich wichtig ist. Der Albtraum hat teilweise schon derbe Züge. Dass dies niemanden interessiert, ist eine Lüge. Verdrängen in Angst und Schrecken. Macht man den Mund auf, wird man anecken. An festgefahrene Denkstrukturen. Es häuft sich die Zahl der Kuren. Wer die Wahrheit sagt, wird gemobbt. Denn sowas wird einfach gestoppt. Fakt ist, es geht nur ums Geld. Jeder lebt in seiner eigenen Welt. Unterschiedliche Bedürfnisse und Prioritäten. Tja, wir ernten, was wir säen. Danke. Isabel Göttler, vielen Dank.